Wir vom Uli Westenfelder in Leipzig beim Deutschlandpokal auf 1 gefahren. Erstmal nach den Vorläufen hier mit seiner Karosserie. Und wir schauen mal drunter, was unter der Karosserie sich verbirgt. So, unter der Karosserie verbirgt sich ein Honor. Den Link zum Fahrzeug gibt es noch, beziehungsweise auch zum Chassisfokus vom Uli hier. Dann könnt ihr euch das ganze Fahrzeug genauer ansehen. Ja, verbaut hat er, wie ihr seht, Intellekt-Akkus. Aufhängung ist komplett einstellbar. Wir haben hier Plastikeinsätze, um die Höhe einzustellen, also das Rollsender zu verändern. Sturzeinstellung erfolgt dort über die Rechts-Links-Gewindestangen. CVDs sind verbaut. Einstellbare Ölis, also Ölspuckschussdämpfer, Dämpferposition einstellbar. Wir haben Aluminium-Getriebegehäuse, einfach nach hinten rausnehmbar. Kugelgelagerter Stabi. Die Dämpferbrücke aus Carbon. Dann haben wir hier den Motor nach hinten, also hier Starrachse, Differential hinten drin, Metall natürlich, Zahnräder, vorne auch ein Kegeldifferential drin. Dann hier die C-Hub-Aufhängung, auch oben einstellbar, unterschiedliche Position der Spurstange, klar, Sturz einstellbar. Über Rechts-Links-Gewindestange. Dann ganz klar, hier hat verbaut 10 Grad Lenkhebelträger. Gibt es in verschiedenen Größen. Kann man wählen je nach Strecke. 10 Grad hat sich aber als ganz gut herauskristallisiert. Vorne Aufhängung einstellbar, sieht man ganz deutlich. Dann hier die Reifen für die Truck-Klasse. Und ich drehe mal das Chassis rum. So, dann haben wir hier ein MKS HBL 599 Servo, einen GT3 Cup-Motor. Ja, man muss hier einen Cup-Motor fahren, also sprich, Leistung ist begrenzt. Dann haben wir hier einen, ja, sieht aus wie ein Hobbywing-Regler. Im Pickel-Modus müsste das sein, wie er gefahren werden muss. Und Untersetzung ist auch fest vorgeschrieben. Ja, man sieht es hier, weiß markiert. Für die technische Abnahme, weil man darf ja bloß eine bestimmte Untersetzung fahren. Ja, das war jetzt hier mal der Honor vom Uli in der Truck-Klasse. Ah, wir werden noch mal runter. Hier ist ein schönes Detail. Der Akku, Kabel, also die Servo-Kabel, die sind ja sehr schön verpackt. Akku wird befestigt mit mit Klettband. Ganz normal, also mit zum schnellen Wechsel. Da haben wir ein Aluminium-Chassis unten drunter, auch ganz normal. Und hier vorne einen leichten Kick ab. Ausfederwegsbegrenzung hier, Martenschraube im Querlenker drin. Dann ein Blick hier auf das Chassis nochmal von unten. Mal sehen, wo die Stöcke den zweiten Platz noch einholen. Können wir noch belegen.
schauen wir uns das mal an. Ob Robert ihn vorbeilässt oder ob Robert eine und die Bahn ist nach Hause. Oh, da vorbei! Oh, das war natürlich nicht optimal. Ja, Fehler von Robert. Robert, Tom, Robert, Michael Müller auf 5 der Stefan, August Schiffbach.